Anpfiff für die UEFA Nations League. Ein neuer Wettbewerb für Fußballnationalmannschaften in Europa. Wie funktioniert die UEFA Nations League? Die UEFA Nations League ist das Baby des ehemaligen UEFA-Chefs Michel Platini und findet alle 2 Jahre statt. Alle 55 Mitgliedsländer der UEFA nehmen daran teil. Aufgeteilt in 4 Ligen zu je 4 Gruppen. In jeder Gruppe spielen 3 bis 4 Nationalmannschaften. Wer in welcher Liga spielt, bestimmt eine UEFA-Rangliste. So treffen in etwa gleich starke Mannschaften aufeinander. Deutschland spielt in Liga A, also der stärksten Liga, und trifft in Gruppe 1 auf Frankreich und die Niederlande. Alle 4 Gruppensieger aus Liga A kommen in die Endrunde und spielen um den Pokal. Die jeweils Gruppenletzten steigen in Liga B ab. Auch in den unteren Ligen gibt es Auf- und Abstieg. Zwar können die Teams in den schwächeren Ligen B, C und D die Nations League nicht gewinnen, aber die jeweils Gruppenersten haben die Chance, sich in Playoff-Spielen für die nächste Europameisterschaft zu qualifizieren. Wer also in der normalen EM-Quali gescheitert ist, kann durch die Nations League auf eine zweite Chance hoffen. Attraktiv ist das vor allem für die schwächeren Mannschaften. Die UEFA möchte die bisherigen oft unbedeutenden Freundschaftsspiele durch den Wettkampfmodus aufwerten. Und natürlich winkt das große Geld. Vermutlich Milliarden für die UEFA durch Vermarktungs- und TV-Rechte und 76,25 Millionen Euro Bonuszahlungen für die Verbände. Es gibt aber auch Kritik daran, dass die klassischen Testspiele wegfallen. Es gäbe kaum noch Möglichkeiten zu experimentieren und unerfahrene Spieler einzusetzen. Gleichzeitig würden Top-Spieler entsprechend mehr belastet. Doch das irritiert die Fußballfunktionäre kaum. Schon wird darüber nachgedacht, den europäischen UEFA-Wettbewerb international auszuweiten.